Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, in Ages of Dragon, eines meiner Lieblingsmonolithen. Jo, wurde ein bisschen genervt, also die Monster wurden ein bisschen zurückgesetzt und also weniger. Und wahrscheinlich auch ein bisschen geschwächt, aber. Ja, nein, nicht geschwächt, aber. Die Belohnungen wurden ein bisschen geschwächt. Es gibt nämlich ein gutes Lootpool von Unique-Waffen hier. Und deshalb war es immer so beliebt. Und wir schauen jetzt mal. Wir haben jetzt hier, glaube ich, ein Z-Echo und dann in zwei weiteren Echo noch ein Unique und Z-Echo mit Äxten, glaube ich. Äxten und Köln werden das, glaube ich. Und da bin ich mal gespannt, ob unsere Waffe droppt. Jetzt muss ich gerade immer ein bisschen denken, was für eine Waffe ist es genau. Also eine für einen anderen Bild, weil der Bild, der tut, glaube ich, Exalted Waffen schaden. Mit, ja, wahrscheinlich Blitzschaden. Aber genau weiß ich es jetzt gerade nicht. Ich bin so in diesem anderen Schamanen da, mit den Freezing Whirlwinds, mit den Tornados, dass ich da so jetzt gerade nicht so einen Plan habe. Dovation Amulett wird vielleicht hier droppen oder dann später. Ich glaube, es ist hier in Ages of Dragon, also da müssen wir schauen, dass wir einfach Unique Echos bekommen. Genau. Und wir können so langsam wahrscheinlich den Shade of Oribis besiegen. Es hat wirklich ziemlich stärker geworden in diesem Patch. Jo. Ich habe aber keine Probleme mit dem Freezing Whirlwind-Ding, aber da muss ich sicher noch einen Tag die Monolithen durchmachen. Da gehe ich nämlich rechts herum und ich traue mich einfach jetzt momentan Lagon noch nicht zu machen mit ihm. Da Lagon hat sehr gut, ja, wahrscheinlich Antifreeze hat. Er macht zwar nicht, also er setzt Eisattacken ein, aber er geht nicht so auf Freeze, dass man irgendwelche Bosse friesen kann. Das kann man, glaube ich, auch nicht so gut. Aber ja, vor allem die Gegner, vor allem die Magier, die sind dann immer so stunlocked. Das heißt also, sie können überhaupt nicht angreifen und sind eigentlich blitzschnell tot. Ja, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte im Part, könnte ich ihn ein bisschen noch zeigen. Aber ich möchte eigentlich ja euch wieder diesen Bild weiter zeigen. Und ja, es ist uns auch ein bisschen schwierig, immer die Guides reinzuposten, oder? Immer wieder zu wechseln. Also ein bisschen zu wechseln. Schon ein paar Parts, aber genau. Ich vergesse es einfach. Wenn ich dann mal machen muss. So, weil zu viel wechseln will ich natürlich auch nicht, nur eben das Spiel zwingt einem ein bisschen dazu. Wenn du natürlich immer wieder Items findest für andere Klassen, musst du eigentlich immer wieder wechseln, dass du weiterkommst, weil du irgendwie ständig irgendwo hängen bleibst. Das ist ja das Problem von solchen Hack'n'Slays, wo so itembasiert sind. Ich habe lieber solche Hack'n'Slays wie Sacred, wo man eigentlich mit jedem Item jeden Boss besiegen könnte. Man muss nur gut genug spielen oder man muss nur hoch genug levelt sein. Dann geht's. Aber das ist nicht beliebt. Oder ja, nur die Deutschen wollen das. Und das wird einfach nicht gemacht. Das ist das Problem. Und nicht mehr. Das hat Escaren gemacht. Aber ja, Blizzard und Eleven All Games, das macht Game gar nicht. Und es ist doch tausendmal motivierter, also so, ja, Sachen zu spielen, die so richtig, jo, erzwungen sind, oder? Oh, da seid man und da seid und das braucht man. Es ist ja over the top und oh, die Gegner sind ja trotzdem noch zu stark. Man muss over the top spielen, jedes over the top, jo, Unique oder so tragen, das ist verpflichtend. Das stört mich so. Also, stört wahrscheinlich vielen, weil viele haben irgendwie aufgehört, Last Epoch zu spielen. Das ist für viele nach einiger Zeit einfach zu langweilig. Ich mache weiter, ich bin nicht so schnell, ich will nicht so schnell sein, damit ich weitermachen kann. Und deshalb, jo, habe ich noch Spaß. Aber andere nicht scheinbar, und das ist halt das Problem. Dann gibt es halt Leute, die entweder erst viel später anfangen oder immer noch Spaß haben, klar. Aber das ist wirklich der niedrigste Wert, oder? Ich weiß nicht, wie viel sind 2 oder 3% überhaupt.
Das ist halt das Problem an solchen Genres. Sie werden zwar viel gespielt für andere Games, aber wenig wirklich zum wirklich Spaß haben, sondern eher zum Grinden, um irgendwas den anderen zu zeigen, oh, ich kann das. Oder um irgendwelche Challenge zu haben, so Sachen. Ist mir ein bisschen, jo, einfach nicht motivierend, oder? Also ich spiele es gerne, weil es mir gut tut, das Game. Ich spiele es nicht gerne, weil ich dadurch die ganze Zeit farmen muss, oder? Weil es einfach nicht Spaß macht. Und es gibt halt viele Hater durch solche Spiele. Und so Hater sind mir jetzt gerade momentan ein bisschen auffällig. Also es ist so, es werden zum Beispiel an 3 Tagen in 7 Tagen in einer Woche, wenn an 3 Tagen manchmal Dislikes oder blöde Kommentare geschrieben. Also eher blöde Kommentare, aber Dislikes fallen bei mir auf, weil ich 0 Dislikes habe. Das sehe nur ich. Und dann kommen plötzlich wieder 3 Dislikes für 3 Videos oder für 1 Video. Und ja, das ist sehr komisch, das sind nur Hater. Ich glaube nicht, dass einer sagt, das Video ist schlecht, ich dislike das. Nein, das sind Hater. Weil, es gibt halt viele Videos auf YouTube und viele Videos sind schlecht und die haben vielleicht die Dislikes. Ich weiß es jetzt nicht, ich sage nicht, dass ich gut bin, aber ich sage einfach, es muss ja nicht in so einem Video sein, also wenn Kritik ist oder so. Also wenn irgendjemand runtergemacht wird, dann kann man disliken. Aber ein Video, wo es geht darum, Spaß zu haben, sollte eigentlich nicht disliked werden. Es bringt ja niemanden, weil es niemanden sieht aus der Benutzer oder der Editor oder so. Und das ist denen völlig egal. Wie mir eigentlich. Ich spreche die Sachen halt ein bisschen an. Ich spreche auch gewisse Personen an, die vielleicht irgendwie komische Kommentare schreiben, lustige vor allem. Oder irgendwelche Meinungen zum Spiel haben oder Tipps, komische, also schlechte Tipps geben oder so. Aber ich nenne nicht die Kommentare, ich nenne einfach, dass das genannt wurde. Dass vielleicht ein anderer dann wieder nicht so macht oder nicht so sich auch ein bisschen überlegt oder so. Weil, es gibt auch Leute, die alles stehen lassen und dann wird halt immer wieder weitergemacht. Muss halt einfach ein bisschen gesagt werden auf YouTube. YouTube muss auch Regeln haben, damit überhaupt da irgendwie Gescheites passiert. Und scheinbar passiert da nicht mehr viel Gescheites. Also, wenn ich manchmal die Kommentare lese von anderen, guten Kollegen zum Beispiel, oder einfach, was mir ein Wunder nimmt, ich tue nicht so viel Kommentare lesen, nicht so lange. Was soll das? Oh je, ich brauche doch nicht 2 Speere, wenn ich doch irgendwie eine Keule und Axt, Echo-Ding habe. Naja. Na, das so. Aber wir können den Boss machen. Gut. Also, es ist für mich einfach komisch, wenn ihr würdet Dislike in einen Kommentar schreiben. Die meisten natürlich nicht machen, wenn sie Angst haben. Dann würde das jetzt ganz klar anders sein. Aber diejenigen, die disliken, die schreiben nie Kommentare und wollen halt einfach die Leute nerven. Die wollen alle nervigen Gigs geben. Sogar mir. Obwohl ich es überhaupt nicht. Oh, so Schuhe brauche ich gerade. Ein geilen Bild. Ich will den Bild eigentlich nicht mehr machen. Weil der nicht auf Skeletons geht, also nicht mehr Ding macht. Golems mit Aaron's Will. Und. Jo, ich möchte gerne viele Golems haben. Also mehr. 2 mehr, glaube ich. Oder, so. Oder er geht, aber er setzt den Skill nicht offen ein. Also er ist nicht Skelett Spawn. Ich glaube, er hat den Skelett Spawn. Ah, vielleicht gehen Magier auch. Stimmt, ich habe das gar noch nie so richtig gelesen. Ja, könnte auch sein. Aber dann habe ich ja kein. Ich weiß es nicht. Kälteschaden könnte ich gebrauchen. Nein, ja, Zauberstäbe schon. Aber ich muss ja Frostbite haben. Ja, gut. Ich habe so ein Spellblade-Beet schon längere Zeit mal angefangen. Kritische Trefferchancen auf Stäben ist doch auch gut.
Und falls ihr da mal seht im Lager, ich habe ganz viele Sachen gelagert, aber ich muss vieles raussortieren. Ich brauche dafür mega Zeit. Also es ist sehr zeitintensiv, wo ich ja nicht so habe. Ich habe in letzter Zeit echt wenig Zeit. Also es kommen vielleicht nicht so oft jetzt Livestreams oder viele Videos pro Tag. Tut mir leid. Leider nicht so viel Zeit. Einfach weil ich nicht gesund bin, muss ich da immer ein bisschen mehr Sport machen noch, bis ich wieder genug fit bin. Da ich einfach sehr fit sein muss mit meiner Krankheit und alles. Jo. Es kommt ein bisschen entgegen, dass das halt einfach also ja, Computersport ist. Halt einfach irgendwie ständig am PC hocken muss und nicht irgendwie herumlaufen, herumjoggen kann. Ich kann schon Livestreams machen von meinem Sport irgendwann mal. Also, das ist halt sehr kostenspielig. Aber ja, ihr wollt ja natürlich Spiele sehen. Weil ihr mein Publikum seid, weil ihr spielersüchtig seid. Ja, ich weiß es. Ja, bei mir ist es ja eher meistens Bauen in Minecraft und Action. Das ist etwas. Geil. Es ist natürlich etwas anders, ganz anders, oder? Das ist nicht Sucht mehr. Das ist natürlich professionelle Arbeit. Beim Action. Beim nicht zuschauen, wie ich schön locker hier durchfurte. Ja, also, die Spiele sind natürlich 99% eigentlich viel zu leicht, aber ja, die 1%, die sind manchmal höllisch schwer. Wissenschaft. Ja gut, also ja. Die Gegner sind auch zu stark, oder? Das ganze Spiel hat dann halt irgendwelche schwere Balancing-Probleme. Das ist einfach da. Aber das macht trotzdem Spaß. Ich denke mir immer an diese Dark Souls oder Ego-Shooter-Spiele. Was müssen wir die immer haben? 30 Gegner, die auf Top-Niveau sind und so. Ah oh ja, wir spielen ja Battle Royale, also muss ich das haben. Das ist purer Stress. Ich glaube, die leben ungefähr 50 Jahre jünger, also sterben schon 50 Jahre früher. Was wollte ich sagen? Ja, wir leben 50 Jahre länger, weil wir keinen Stress haben. Wir Hack'n'Slay spielen, oder? Na gut. Es ist nicht meine Sache, aber ich habe da ein paar Kollegen, die immer wollen, dass ich Fortnite spiele. Und das kann ich halt nicht so akzeptieren. Ich will nicht Battle Royale spielen. Ich will es nicht. Das können sie nicht akzeptieren, weißt du? Und dann gehe ich immer und flüchte dann zum Bauen bei Minecraft. Und habe meinen höllischen Spaß. Merke dann, oh, ich brauche Action, habe nur meinen höllischen Spaß mit Action. Geh wieder rüber und baue, habe wieder höllischen Spaß. Ey, ich finde es so geil. Ich habe ein Mod schon Ewigkeiten immer gespielt, geletsplayt und so. Hatte nie Erfolg. Und jetzt plötzlich habe ich mit diesem Mod Erfolg. Er spricht mich zwar nicht an, es ist Pokémon, also es ist eher für Jüngere. Okay, der Mod jetzt eventuell nicht so. Es ist eher für Ältere, aber das Franchise ist für Jüngere. Sogar für Babys langsam. So Pokémon sehen einfach aus wie Babys. Und hey, es macht so viel Spaß, dort irgendwas zu bauen oder so Pokémon zu züchten und alles. Das zu fangen und ja, zu verbessern und dann wieder zu züchten eben. Und ja, dass es einfach mega geil ist. Oder ihr kennt ja wahrscheinlich da dieses, wie heißt es überhaupt? Pet-Ding, Pet World oder wie Pax World, Pax World heißt. Das war ja so ein Mega-Erfolg, aber niemand hatte Lust, diese ja, Pokémon, diese Pax, das ist nicht, wie die heißt. Oder Payword heißt, ich weiß nicht immer mehr der Name. Aber auf jeden Fall Payword ist halt wirklich nicht der Hit gewesen. Das war sofort wieder unbeliebt, oder? Ich habe es auch gemerkt an meinen Livestreams, es war relativ unbeliebt. Ach, musste ich so dumm auf anfangen. Mit diesem Beat habe ich mega Probleme mit den Magiern. Aber mit dem anderen, protz weg. Schnell weg. Da sind wir auf gleichem Level gewesen wie Anfangs Parts. Jetzt sind wir ein Level weiter, oder zwei Level weiter sogar.
Und okay. Eben dieses Paul und ja, Paul World heißt wahrscheinlich sogar. Ja, es heißt Paul World. Oh, Namen sind mir manchmal echt ein bisschen blöd. Sehr schwierig. Okay. Ich muss mich mehr konzentrieren. Ich spiele ein bisschen zu offensiv. Dass ich einfach sage, ja, ich möchte eigentlich das Spiel gar nicht mehr anfassen, weil es einfach ganz anders ist. Also es ist schon gleich vom Spieldesign. Aber es ist Survival und das macht einfach keinen Spaß mehr, wenn es so offensiv Survival ist. Also Minecraft habe ich akzeptiert, dass es Survival ist, aber es macht mir einfach keinen Spaß, immer wieder zu überleben und ja, so Sachen. Und genau, und das ist halt einfach zu offensiv dort und ich sage einfach so, spiele nicht mehr, weil ich das nicht mag, oder? Ich will es nicht so spielen. Jetzt haben sie es mehrfach immer wieder stark verändert, das Palworld. Und spielt immer noch niemand. Mehr. Also es ist halt einfach nur ein Hype und so Hype-Spiele mag ich gar nicht. Also ich mag es, wenn sie hypen, aber ich mag es nicht, wenn sie sofort dann wieder weg sind. Das ist ein Hype-Spiel für mich. Wenn sie dann sofort wieder von der Bildfläche verschwinden, weil es niemand mehr spielen will, das mag ich nicht. Das tut mich auch rein schieben. Ich bin auch einer, der mitläuft. Und ich möchte nicht mitlaufen. Das ist das Problem, oder? Ich will eigentlich meine eigenen. Also, ja. Sachen haben, die ich mache. Ich will nicht von der Allgemeinheit irgendwie zu etwas gezwungen werden, sondern ich will einfach den Spaß finden. Ich brauche ein bisschen mehr Spaß. Ich bin eigentlich im Kopf auch noch ein kleines Kind, das einfach Spaß haben will. Und dann die Krankheit, die macht mir so manchmal Depri. Also nicht Depri in dem Sinne, ja, ich will mich umbringen oder ich mag kein Spiel mit Spielen oder sonst irgendwas. Sondern ich muss mehr Spaß haben. Also ich brauche einfach viel mehr Spaß. Und das bietet mir eigentlich nur immer das Game. Gamen ist für mich Spaß. Wenn ich nicht gamen kann, habe ich keinen Spaß. Ja. Ich habe einfach sehr wenig Spaß. Und das ist einfach das, so diese Sache, wieso ich überhaupt Let's Playe. Wieso ich überhaupt so viele Freunde habe. Sie lenken mich ab von diesen mega Spaßsuchten. Und sie zeigen mir Freude, dass sie mich gerne haben. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, die Leute haben mich besonders lieb. Und bei den anderen erkenne ich das auch sehr, aber sie machen sich immer wieder ein bisschen runter oder blöd. Oder das ist halt die Sache, oder? Zu mir sind die Leute irgendwie nett. Aber zu anderen sind manchmal die Freunde gar nicht so nett, oder? Und das will ich eigentlich irgendwie fördern. Ich will den Leuten zeigen, dass ihr nett seid, sein müsst bei euren Freunden. Eigentlich zu allen Menschen, zu allen Natur und ja, so Sachen. Eigentlich zu Games. Seid doch nett zu Games. Ja, bin ich ja auch nicht. Das ist unser Leben, das müssen wir kritisieren. Also, ja, Kritik heißt ja nicht, wir sind böse zu den Spielen, zu den Sachen, die wir kritisieren, sondern wir geben dieses Feedback. Oh, geil, mein Gott. Ich muss das immer einsammeln, dass der Server nicht meint, der müsste abbrechen und das nicht speichern. So, und das ist einfach so diese Sache, oder? Der Mensch weiß gar nicht, was er richtig macht. Er macht eigentlich durch Regeln ja sowieso immer alles falsch. Ohne Regeln würden wir leben wie Tiere. Aus welchem Film kommt dieser Satz? Oder ja, ähnlicher Satz. Ich sage mal ein Wort, Concierge. Noch ein Wort, das ist, ein Satz, den ich jetzt gar nicht so auswendig weiß. Das ist nicht
Das ist nicht persönlich, genau, sagt er immer zu einem anderen. Und das ist der Film, wo der andere vorkommt. Gut, also, habe ich erst kürzlich, also heute Morgen früh, nochmals geschaut, der neueste Teil. Und ja, genau, das ist nichts Persönliches. So, ja, dieser Skarabäus. Das ist doch kein Skarabäus, das sieht doch ganz anders aus. Das ist eine Heuschrecke. Genau. So, also wir haben dieses Stemmeisen wieder vom letzten, von der letzten Season sozusagen, also von dem letzten Patch. Der Totenbeet. Heilige Aura brauchen wir nicht. Das ist also wieder nicht aktualisiert worden. Dankeschön. Haben wir noch etwas? Concierge? Die sammeln einfach goldene Schlüssel. Ich will auch goldene Schlüssel haben. Was habe ich irgendwie aus Alufolie? Aus Aluminium? Nein, was ist das? Blei? Nein, ich kann sagen, das ist... Was sind Schlüssel? Was sind alte Schlüssel vor allem? Wieso haben wir in der Schweiz immer diese alten, hässlichen Schlüssel? Zimmer. Und in Deutschland wahrscheinlich auch. Wieso gibt es immer noch diese Schlüssel, die so richtig schlecht ins Schlüsselloch passen? Und so mega klumpig sind? Nein. Haustürschlüssel sind ja immer so Sicherheitsschlüssel, die sind doch viel besser. Ja, okay, vielleicht nervt es einfach den Leuten in der Wohnung, wenn immer diese Schlüssel genommen werden. Wenn aufgeschlossen wird, macht doch mehr Lärm. Nein, es macht eigentlich nicht mehr Lärm. Fragt sich immer wieder, wer macht Schlüssel? Ein Vollhorst? Ich laufe rein. Ich schlaf gern rein, weil ich mich schon heile. Wenn ich reinlaufe. Ja, Magier sind wirklich schlecht für diesen Bild. Ja, das ist dieses. Was ist das? Freeze Rate und Multiplayer für kritische Treffer. Ja. Jo, ich bin endlich mal wieder ausgeschlafen nach ungefähr 2 Wochen. Wunderbar. Nein, ich bin nicht ausgeschlafen. Ich bin um 8.45 Uhr einfach schon topfit heute. Eigentlich wieder übertrieben, muskulös. Also Muskeln aufgebaut habe, ich wieder zu muskulös fürs Schlafen fühle und einfach fit bin dadurch, also durchs Fitness, das Muskel aufbauen. Ich habe wieder zu viel Protein auch zu mir genommen. Ich höre das mega schlecht. Das kann ich, wenn ich merke, ja, ich muss ein bisschen Protein nehmen, dann nehme ich einfach viel zu viel auf einmal. Ich höre das mega schlecht. Irgendwie tut Protein bei mir so eine Übelkeit auslösen, die ist. Also, dass man einfach der Magen sagt, hör auf mit diesem Protein. Du tust dir deinen Muskeln einfach viel zu gut. Ja. Und ich nehme Muskeln nicht so mächtig zu. Das nervt mich ein bisschen. Also, dass ich eher mega stabile, unbesiegbare Muskeln habe, die wirklich undurchdringlich sind. Als irgendwie mega Protzmuskeln habe, das mag ich ja sowieso nicht. Ich will lieber dünn, schmal und fit sein, wie ein Ninja. Als irgendwie ein Bodybuilder. Naja. Irgendwie hört einfach mein Körper an mich. Also das Gehirn sagt etwas und der Körper hört. Oder mit also lässt sich vom Gehirn sehr manipulieren. Ja, vielleicht ist es eine positive Macht, oder? Oder es ist einfach so. Yes. Wenn man so ist, ist man auch körperlich so. Andere wollen halt dick sein und andere wollen halt schmal sein. Okay. Bohnenstangen. Oh, geil. Meine Güte, habe ich Glück. Wollen wir Shade of Oribis noch machen? Jetzt habe ich einfach keine Zeit mehr für den Boss, dann muss ich nachher im nächsten Part machen. Also bin ich nachher vielleicht. Nee, ich warte noch, bis ich ein bisschen fitter bin, ein bisschen Sport gemacht habe schon. Oder heute Abend irgendwann mal.
Ich möchte eigentlich noch mit euch kurz diese Echo-Information-Quest machen. Es geht aber noch einige Zeit, also ich muss vielleicht ein bisschen länger aufnehmen. Passgeschwindigkeit. Sag ich immer wieder, aber hier für Mage, für Runen meist das haben. Und Zepter sind ja eher so für Nahkämpfer. Das haben einfach zu viele Stats für Nahkämpfer. Ja, für so wie der Beat, dann setzt eigentlich Zepter ein, oder? Nein, ja, Dolche vielleicht. Ich weiß gar nicht, der Guide habe ich so lange nicht mehr gelesen. Ist ja leicht, den Beat hier zu Ding, oder? Jetzt sind wir noch nicht stark genug, kann ich zurücksetzen. Ja. Okay, gehen wir weg, dann. Dankeschön. So, was haben wir denn hier? Stachelschläge. Das brauche ich. Ja, jetzt haben wir diese Ringe, die wir brauchen. Mit Wurfangriffstempo. Endlich mal. Meine Güte, Spiel. Wieso droppst du immer... Okay, der Ring brauche ich nicht. Ich brauche das Amulett. Muss ich mal kurz schauen. Können wir gleich mal mit dir einmachen. So, also ich brauche ja das Amulett und ich brauche eine Wand, seht ihr. Ja, also nicht ein Zepter, aber ich dachte ein Dolch oder so. Und hier ist Drawing Attack Speed, oder? Wurfangriffsgeschwindigkeit. Cooldown Recovery. Ja, Cooldown Recovery Speed, genau. Und Smite. Und Leben auf dem Helm. Gut, und das droppt bei Ages of Winter. Also wir müssen durch. Wir müssen unbedingt den Boss machen. Wenn er nicht aufkommt. So. Gut, also. Wir machen jetzt einfach noch dieses Zurücksetzen und schauen, ob es noch bessere Belohnungen gibt. Die rerollen. Ja. Sehen wir noch Schrott. Gut. Weil ich habe das bei The Dark, bei der dunklen Sonne gemacht, oder? Dark Sun. Und dort gab es mehrere Amulett, Exalted Amulett Ding. Echos. Und das war natürlich so belohnend für den Beat. Weil der brauchte unbedingt Exalted Kate, Schaden auf Amuletten. Jo, Wert Boni. Und das habe ich dann eigentlich, jo, mehr oder weniger bekommen. Also ich habe es einfach vielleicht gerollt bekommen, aber immerhin bekommen. Und ich habe dadurch noch Echo-Monolithen bekommen, also den Götzen, Echos, genau jetzt. Und dort habe ich dann bekommen, dass ich weniger Blitzkeile, also schneller Blitzkeile einsetze, weil der Kuh dann ein bisschen schneller abgeht. Oder? Und diese Blitzkeile ist ja dieser Donnerbolzen, Thunderbolt. Wie heißt der? Irgendwie das Ähnliches. Also derjenige, der einmal automatisch da bei Gathering Storm geprockt wird. Bei aufkommender Sturm auf Deutsch. Und genau, das ist halt wirklich ein Fortschritt immer wieder gewesen. Also genau dann, dass ich den Monolithen auf Corruption 18 hatte. Und ja, dann gegen Ende habe ich dann das dieser bekommen. Aber es sind diese Elementar, die ein bisschen stark sind mit Power Corruption, also mit Power Corruption, mit dem Beast Corruption. Und ich werde dann natürlich noch schwieriger sind. Aber es ist ja meistens mit dem Beat schon gut machbar. Sie sind sehr langsam und stark. Und langsam und stark. Ah, da unten bist. Muss ich so weit casten? Das ist so blöd in diesem Spiel, dass Gegner immer so weit casten. Und Schaden, also Ding, Bogen schießen und so. Genau, und jetzt haben wir immer noch das. Dankeschön. Jetzt schauen wir mal noch kurz. Da haben wir Götzen. Meine Güte. Idole. Ist ja, glaube ich, Idole. Götzen ist sowas von Echo-mäßig. Und sonst haben wir nichts. Gut, ich mache... Nein, wir machen das im nächsten Part oder so noch. Oder wir machen es gar nicht. Hier. Das ist doch ein bisschen zu weit. Es sind drei Echos. Egal, im nächsten Part machen wir den Boss. Und ja, für euch natürlich gerne
noch viel weiter Spaß. Tschüss zusammen. Macht's gut. Schönen Tag. Tschüss.